Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt's wieder Ultimate Admiral Dreadnought und es war ein Krampf. Ich kann euch gar nicht sagen, was das für ein Krampf war. Wir wollen heute unsere Trilogie-Operation Reihenübung abschließen. Wir werden jetzt die Tirpitz noch mit dazu packen und die Prinz Eugen lassen wir auch mit dabei. Denn wir sagen uns jetzt, alles klar, die Tirpitz wurde fertiggestellt, beziehungsweise man hat mit der Reihenübung so lange gewartet, bis die Tirpitz auch fertiggestellt war. So wie es ja eigentlich ursprünglich auch gedacht war, dass die zwei Schlachtschiffe zusammen losziehen. Also haben wir jetzt Bismarck und Tirpitz und halt Prinz Eugen und werden jetzt in Anführungszeichen das letzte Gefecht der Bismarck mit den drei Schiffen bestreiten. Ja, wie ich es eben schon sagte, das Problem war bei mir hauptsächlich, dass das Spiel bei mir übelst verbuggt war. Die ganzen Aufbauten hier, die ihr jetzt hier zum Beispiel an der Seite seht, die waren bei mir alle in der Luft. Ich konnte die nicht auf das Schiff selbst draufbauen und somit konnte ich keine Gefechte mehr starten. Ich habe das Spiel jetzt mehrfach von der Festplatte geschmissen und wieder neu installiert. Jetzt geht's einigermaßen. Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte und dann ein Battle mir zurecht mache und meine vorgearbeiteten Schiffe benutze, ist immer irgendein Teil, meistens der Brückenaufbau, der dann angeblich an einer falschen Position ist. Und wenn ich den verschieben will, habe ich wieder das gleiche Problem. Ich habe es aber jetzt hinbekommen. Deswegen, wir werden uns nicht viel angucken. Wir gehen dann auch gleich direkt ins Gefecht, weil sonst kann es wieder passieren, dass das alles für Bobbes war. Also, Custom Battle. Wir haben hier wieder 23 Kilometer, so wie beim letzten Mal auch. 1940, 35 bei den Briten, hatte ich ja schon erwähnt gehabt, warum ich das gemacht habe, weil ich sonst einfach nicht die Rodney hätte bauen können. Und die Rodney ist bei uns leider ein Battlecruiser, weil man nicht zwei verschiedene Schiffstypen bei Schlachtschiffen bauen kann. Deswegen ein Battleship, ein Battlecruiser, zwei Heavy Cruiser und einen Light Cruiser. Also wir haben dann King George, wir haben die Rodney, wir haben die Dorsetshire und wir haben die Norfolk. Und zum Schluss war das noch die Sheffield. Und wir haben, wie gesagt, die Tirpitz, die Bismarck. Ich denke mal, Tirpitz wird leider anders heißen. Und wir haben dann natürlich noch die Prinz Eugen. So, wir gehen mal auf Design Schiff. Ich hoffe, es ist noch alles so in Ordnung. Jawohl, denn ich habe das Spiel nicht beendet. Wenn ich das Spiel jetzt wieder beendet hätte, hätte ich wahrscheinlich hier wieder eine rote Anzeige und hätte wieder alles hin und her schieben müssen. Sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, dass da wirklich bald ein Patch kommt. Wie gesagt, wir nehmen die Bismarck-Klasse. Wir werden auch die Tirpitz so lassen, dass sie noch keine Torpedowerfer hat, denn 41 hatte sie die noch nicht. Deswegen ist das alles so fair. Rest ist nach wie vor genauso eingestellt, wie wir das von dem zweiten Teil auch kannten. Also, Launch und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, da sind wir. Wir haben, wie gesagt, Bismarck und Tirpitz und die Prinz Eugen. Dann haben wir hier die King George, die Nelson, die Norfolk und die Dorsetshire. Ich will immer Dorsetshire sagen. Dorsetshire. Und dann halt noch die Sheffield. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir werden diesmal auf jeden Fall ein bisschen aggressiver spielen, da wir zwei Schiffe sind. Wir haben Bismarck und König Albert. Geiler Name. Und natürlich unsere Prinz Eugen. Die Prinz Eugen, würde ich sagen, die ziehen wir erstmal hier drüben hin. Die soll nicht im Kampfgeschehen ganz vorne mitfahren. Die Bismarck werden wir hier ein bisschen rüber positionieren. Die kann ruhig so bleiben. Beziehungsweise die zwei können hier auf jeden Fall in der Division bleiben. Haben auch schon beide geschossen. Wir schauen uns mal an, wo die Geschütze hingehen. Beziehungsweise die Granaten, Entschuldigung. Aber sie haben beide nur mit einem Turm geschossen. Sie haben beide nur mit einem Turm geschossen. Oh, was war das jetzt gerade? Habt ihr das gerade gesehen? Ich weiß nicht, was das war. Da, schon wieder! Da, schon wieder! Ich weiß nicht, was es ist. Okay, was haben wir hier? Die schießen schon mal auf die Rodney. Das ist ein gutes Zeichen, weil ich würde auch erstmal die Rodney fokussen. Ich weiß nicht, was das hier als ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch leider nicht sagen. Wahrscheinlich ist da noch ein Schiff, was sie noch nicht geortet haben. Kann das sein? Oh, da kommen jetzt aber Granaten geflogen, Freunde. Da kommen Granaten geflogen. Ja, genau. Okay. Alles daneben. Ja, die müssen sich natürlich auch erstmal einschießen. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Konnte man nicht auch schneller? Ja, konnte man. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück zur Bismarck und zur Tirpitz. Oder wie sie hier heißt, König Albert. Ach ja. Jawohl, Bismarck ist hier am Schießen. So ein schönes Schiff, ne? Also das haben sie auch in dem Spiel wirklich schön umgesetzt. Ich hoffe nur, dass hier nochmal so ein bisschen mehr... Ja, die Schiffe sich ein bisschen realistischer im Wasser verhalten. So, wir gehen mal zur Tirpitz.
Bismarck hat wieder geschossen. Jawohl, Türbitz schießt auch. Wir können doch... Ah, wie war denn der... Wie war denn der Befehl? So? Nee, ich glaube, das waren so, so und so. Auch nicht? So, so, so? Auch nicht. Ich weiß den Befehl nicht mehr, Freunde. Ich weiß den Befehl nicht mehr. Das war doch so, oder nicht? So, auch nicht. Oder was? Das Problem ist immer... Das Problem ist immer... Dass ich diese Befehle... Ah, okay. Dass ich die Befehle immer wieder mit U-Boat verwechsle. Und das ist natürlich dann nicht so schön. Ja, wenn wir hier... So. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Ah, es sind schon schöne Schiffe, ne? Also da kann man sagen, was man will. Ob man die Bismarck mag oder nicht, aber... Oder auch geschichtlich die Bismarck mag oder nicht. Aber optisch ist die Bismarck einfach ein wunderschönes Schiff gewesen. Die mich seit Kindesalter so dermaßen fasziniert hat. So, machen wir das Hut mal wieder an. Nee. So, perfekt. Und wir schauen mal, ob wir jetzt hier auch mal ein bisschen was treffen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, kann das sein, dass die zwei... Doch, die zwei fahren zusammen. Ich würde gar nicht mal... Oh, da wird schon auf die Bismarck geschossen. Oh, das ging knapp daneben. Wie war denn das nochmal? Ich kann die König Albert doch einfach... Ah, sowas. Die König Albert einfach rausziehen. Nee, wie war denn das nochmal? Ah! Können die doch einfach ausziehen, oder nicht? War das nicht so? Vergesst diesen Befehl jedes Mal. Jedes Mal aufs Neue vergesse ich's. So, so war das, genau. So, dann würde ich sagen, Bismarck, du drehst hier hin. Tirpitz, du drehst hier hin. Drehst schon mal ein bisschen weiter rein. Ah, jetzt schießen sie aber auf die Tirpitz. Ah, oh, knapp. Ganz knappe Geschichte. Beide haben noch nichts abgekriegt. Ja, Prinz Eugen. Die müsste eigentlich weiter vor. Aber wenn wir jetzt die Prinz Eugen vorschicken, dann weiß ich jetzt schon, dass sie die Prinz Eugen fokussen werden. Aber sie kommen auf uns zu. Und sie schießen eigentlich beide. Wir können eigentlich auch sagen, Tirpitz, du schießt hier drauf. Nee, ist eigentlich Blödsinn. So rum. Du da drauf und du da drauf. Weil die Bismarck weiter vorne ist. Dann sollte sie sich da drauf schießen. Und wie sieht es mit der Prinz Eugen aus? Die hat, glaube ich, noch keine Reichweite, ne? Prinz Eugen hat noch keine Reichweite. Nee. Kommt aber gleich rein in die Reichweite. Dann würde ich sagen, ziehen wir doch das Schiff ein bisschen weiter vor. Damit sie zumindest ihre Reichweite auch ein bisschen benutzen kann. So, wir schauen uns jetzt hier nochmal an. Bismarck zielt auf die King George und die Tirpitz auf die Nelson. Also sehr interessant. Jawohl, volle Breitseite raus. Wie gesagt, ne, wir schießen hier auf 23 Kilometer. Ja, ich weiß, bei World of Warships Legends können das nur die Kreuzer. Jawohl, Treffer. Ein Abpraller. Ja, ein Treffer hat sie gekriegt. Ein Treffer hat sie gekriegt. Das ist halt auch, ne, also muss man sagen, auch wenn die Brücken aufbaut, und ich danke euch, dass ihr mir das mal erklärt habt. Also, ich weiß nicht mehr, wie der Name war. Sorry, wenn ich den Namen vergessen habe. Aber er hat gesagt gehabt, die Briten haben einfach keinen Wert drauf gelegt, weil eben, und das macht einfach auch Sinn, weil, ja, bei so einem großen Kaliber, so eine dicke Panzerung hier oben, das wäre halt erstens schwer umsetzbar gewesen und zweitens hätte das Schiff unnötig schwer gemacht. Deswegen haben die Briten darauf verzichtet, weil sie auch sagen, wenn die Kommandobrücke sowieso getroffen wird, dann ist meistens die Mannschaft hier oben eh ausgeschaltet. Und dadurch hat man dann die Panzerung lieber an anderen Ecken draufgebaut. Vielen lieben Dank für diesen Hinweis. Und das ist auch der Grund, warum wir das letzte Mal gewonnen haben. Beziehungsweise warum die uns dann permanent nicht getroffen haben. Weil wir ja bei der letzten Schlacht der Bismarck sowohl bei der King George als auch bei der Rodney die Brücke extrem schnell ausgeschaltet hatten. Und ja,
Hier oben sitzt natürlich auch der Entfernungsmesser, der das halt alles koordiniert, ne? Dass hier die Schüsse auch wirklich schön alle zusammen. Dann haben wir genau das gleiche Problem, was Bismarck damals hatte. Man schießt in Anführungszeichen blind. Jeder Turm hat ja hier vorne, wie ihr seht, hat er ja eigene Entfernungsmesser. Das heißt, jeder Turm muss für sich selbst seine Schussfolge selbst finden und ungefähr schätzen, wo dann die Granaten eingeschlagen sind. Wenn natürlich alle Türme schießen, weißt du natürlich auch nicht, welche Granate ist jetzt von dir oder welche Granate war jetzt vom Turm Bruno oder sowas, ne? Und das macht es natürlich extrem schwer. Deswegen hatte die Bismarck auch im letzten Gefecht absolut keine Chance. Nicht nur, dass sie manövrierunfähig war, dass sie da nur im Kreis fahren konnte, sondern weil sie halt auch gar nicht ihre Schüsse koordiniert auf ein Schiff zielen konnte. Sie hat zwar die Rodney einmal getroffen gehabt, aber nicht sonderlich schwer. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich von vornherein klar, dass die Bismarck dieses Gefecht nicht gewinnen konnte. So, und wir hatten es letzte Mal einfach umgedreht, ne? Da haben wir den beiden Schiffen halt wirklich oben alles zerschossen, was man zerschießen kann. Und dadurch, nur Abpraller, dadurch konnten wir halt, gefahrenlos in Anführungszeichen der Royal Navy entgegentreten. Ich habe mir auch schon die nächste Folge ausgedacht. Die nächste Folge wird der Kampf der Kolosse werden. Iowa versus Yamato. Wir werden uns da auch wieder so gut wie es geht an die historischen Daten halten. Da habe ich richtig Bock drauf. Und mein Moderator, der Payne, hatte noch eine Idee. Wir könnten ja mal so einen ersten Weltkriegsgefecht nachstellen. Sowas wie die Skagerrakenschlacht oder sowas, ne? Finde ich auch interessant. Das würde ich sagen, machen wir danach. Aber wie gesagt, nächste Folge wird auf jeden Fall Iowa versus Yamato. Und ich bin mal gespannt. Weil das ist im Großen und Ganzen schon ausgeglichen. Klar, Yamato hat bessere Panzerung, ein großes Kaliber. Dafür eine ziemlich bescheidene Technik. Eine ziemlich veraltete Technik, auch gerade was das Radar anging. Die Yamato war dafür bekannt, dass sie massiv gestreut hat. Und Iowa, kleineres Kaliber, weniger Panzerung, dafür halt ein gutes Radar. Also das wird sehr spannend. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wer da gewinnen wird. Ah, Bismarck brennt ein bisschen, oder? Kommt mir das nur so vor. Nee, das kommt mir, glaube ich, nur so vor. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal der Tirpitz zu. Wisst ihr, ich bin ein absoluter Tirpitz-Fanatiker. Oh, das war knapp. Also das hätte scheppern können. Das hätte echt scheppern können. Wie sieht's denn hier aus? Warum brennt denn der CL? Ach so, das ist ja gar keine. Das ist ja die Rodney. Oh, Rodney hat aber schon gut kassiert hier. Rodney hat schon gut kassiert von der Tirpitz. Bam, bam. 44er Treffer. 94er Treffer. Ist natürlich der Nachteil von ihrem weichen Deck. Wer ja mein letztes Video gesehen hat, ne? Die Rodney hatte einen riesen Nachteil. Dadurch, dass hier die ganz so nah aneinander saßen und das Deck recht weich war, konnten die Nelson und auch die Rodney nie eine volle Breitseite abschießen, weil sich dadurch die Struktur des Deckes verändert hat. Also das wurde verbogen. Die Bullaugen sind rausgeflogen. Also die Briten waren da schon echt ein bisschen, wie soll ich sagen? Boah, da frisst jetzt aber hier die King Owl, ey. Da frisst die King Owl. Hat auch einen Wassereinbruch. Aber King wehrt sich noch. Aber die King hat einen Ruderausfall. Oh, kriegt jetzt hier nochmal einen Treffer. Aber die King hat halt auch eine richtig gute Seitenpanzerung. Ich wollte schon sagen, die Kommandobrücke ist kaputt. Nein, aber es ist nur das Steuer kaputt. Also die Bismarck hat sich gut eingeschossen. Ne? Bismarck hat sich wirklich gut eingeschossen. 153er Treffer. Da sieht man einfach den Vorteil der Deutschen, die sie damals hatten. Denn die Deutschen waren einfach sehr präzise. Das ist auch historisch belegt worden. Zu dem Zeitpunkt waren die Deutschen wirklich eine sehr, sehr gefährliche Streitflotte. Ja, ich weiß, bei World of Warships sind sie das nicht. Aber dafür haben sie bei World of Warships auch andere Stärken. Ah, Prinz Eugen, du kannst jetzt aber so ein bisschen langsam wieder zurückkommen. Du bist mir dann doch ein bisschen zu offensiv. Glück gehabt. Oh, 104er Treffer. 200er Treffer auf die Nelson. Auf die Rodney, Entschuldigung. Gucken wir uns gleich nochmal an hier. Wie sieht's aus? Ah, Rodney hat schon ganz schön geschluckt, ne? Die Rodney hat echt ganz schön geschluckt.
Hier haben wir den Brückenaufbau erwischt. Also, King George wird jetzt hier wieder mit den einzelnen Türmen selbst suchen müssen, dass sie das hier... Aber sie hauen nicht ab. Das finde ich schon mal sehr gut. Sie hauen nicht ab. Boah, nochmal ein Treffer. Nur was ich mich dann halt frage, ne? Ich kann ja... Also ich verstehe die Logik hinter dieser Idee, was die Briten hatten. Nur dann verstehe ich halt nicht. Wenn man sagt, okay, wir wollen die Panzerung an den Brückenaufbauten sparen. Warum baut man dann so riesen Brückenaufbauten? Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Weil es ist halt ein großes Ziel, ne? Und wenn da halt... Wenn du hier halt wirklich die Technik so... Die Radaranlage, pipapo, alles zerstörst. Dann hätte ich die doch ein bisschen anders gesetzt. Halt an eine Stelle, wo sie eventuell nicht so schnell getroffen werden können. Ja, Turbitz schießt weiter. Boah, kriegt hier wieder voll eine und voll eine Brücke. Habt's gesehen? Ja. Die Brückenaufbauten sind hinüber. Auch die Rodney ist so gesehen jetzt blind. Wollen wir mal zu unseren Jungs da rüber gehen? Mal schauen. Weil die werden doch schon ganz schön angeschossen hier. Bismarck brennt. Aber Bismarck ganz vorne, Junge. Bismarck brennt nicht mehr. Sehr schön. Wie sieht's mit den Turbitz aus? Ah, Turbitz ist noch ziemlich weit hinten. Müssen wir vielleicht gleich mal ein bisschen weiter vorholen. Wenn... Die Bismarck, wollte ich gerade sagen, wenn die Tirpitz die Rodney versenken sollte. Also hier auch die King George hat schon wieder ordentlich kassiert. Ah, kommen die Granaten der Bismarck. Jawohl, 211er Treffer. 315er Treffer. Und nochmal 104er Treffer. Also die Bismarck hat sich hier definitiv eingeschossen. Die hat sich definitiv eingeschossen. Und auch hier die Rodney kassiert ohne Ende. Aber sie wehren sich. Ah, jetzt hier, Bismarck hat ein bisschen was abgekriegt. Ah, ihr seht schon, ne? Also Bismarck kassiert jetzt langsam auch. Die Briten haben sich auch langsam eingeschossen. Wir müssen unbedingt die Tirpitz ein bisschen weiter vorholen. Weil die konzentrieren sich jetzt hier alle auf die Bismarck. Die Panzer gehen sollen ruhig mal schon mal auf die Kreuzer gehen. So, wir schauen hier wieder der Bismarck zu. Da kommen die Granaten. Da kommen die Granaten von der King. Oh, Glück gehabt. Muss ich glaube anvisieren, ne? Damit wir auch den Schaden sehen. Ah, geblockt. Da sind nochmal Granaten von dem Schlachtschiff. Wieder daneben, Gott sei Dank. Ah, Bismarck haut hier eine raus, Junge. Die hat Blut geleckt. Die Bismarck hat Blut geleckt, die will sich hier rächen. 425er Treffer, alter Verwalter. Schaut euch an, wie die King George am Brennen ist. Jetzt ist die Frage, wie sieht's denn mit der Rodney da hinten aus? Kann ich die... Ah, Rodney sieht noch gar nicht mal so schlecht aus. Also ich glaube hier, die King George wird als erstes rausgehen. Damit hätte ich echt am allerwenigsten gerechnet. Weil ihr wisst, gerade in den letzten zwei Folgen, die King George-Klasse war immer die Klasse, wo wir uns fast die Zähne ausgebissen hatten. Und diesmal hier kriegt sie ordentlich eine auf den Senkel. Und das wird's für sie gewesen sein. Ja, King George ist untergegangen. Hat hier auch den zweiten Turm verloren gehabt. Der war hinüber. War der hintere auch schon im Eimer? Nein, der war nicht im Eimer. Ja, King George ist raus. Bismarck hat jetzt natürlich die Freizeit, sich jetzt hier ein neues Ziel auszusuchen. Und ich würde sagen, Bismarck, wir gehen auf die Rodney. Die muss als nächstes weg. Ganz klare Geschichte. Und dann werden wir uns um die Kreuzer kümmern. Bismarck ist wieder am Brennen. Könnten das schon die ersten von der Bismarck gewesen sein? Ich glaube ja. Da kommen die Granaten von der Tirpitz. Ah, abgeblockt.
Bismarck ist auch wieder am Schießen. Ich hoffe ja, dass Flugzeugträger auch noch in das Spiel kommt. Da hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Okay, Rodney schießt noch. Geht hier auf die Bismarck. Wir zielen mal mit. Und schauen mal. Streuung ist wirklich gut. Ne? Also da kann man nichts sagen. Wenn die jetzt treffen, dann wird es der Bismarck richtig wehtun. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Boah, 52er Penetration. Ist aber Gott sei Dank in den Turtleback hier reingegangen. Obwohl, ne, hier hat es eigentlich gekriegt. Hier ist einer durchgegangen. Hier ist einer durchgegangen. Ah, die konzentrieren sich jetzt alle auf die Bismarck. So wie damals auch. Na gut, da war es ja auch nur die Bismarck. So, wie sieht es hier aus mit der Tirpitz? Na, Tirpitz sollte vielleicht noch mal ein bisschen drehen. Damit sie hier wirklich in aller Ruhe alles benutzen kann. So, wir schauen mal. Weil da fliegt nämlich natürlich jetzt hier einiges auf die Rodney drauf. Ah, 48er Penetration. Sonst leider nicht viel durchgegangen. Die Rodney ist halt recht leicht angewinkelt. Aber das werden wir jetzt mal ändern. Die Bismarck soll mal mit HE schießen. Und auch... Ach, die König schießt schon. Die Türpitz schießt schon mit HE. Ah ne, wir waren hier auf der. Okay, wir schießen jetzt mal mit HE drauf. Weil sie halt wirklich gut angewinkelt ist. Sind das schon HE? Ja, das sind schon HE-Kugeln. Granaten. Das fange ich schon an wie Luca, ey. Mit Kugeln. Ja, das ist HE. Perfekt. Oh, hier, der Dings hat einen Torpedotreffer kassiert. Die Tirpitz hat einen Torpedotreffer. Oder was war das? Ich glaube, das war ein Torpedotreffer, oder? Bin mir nicht sicher. Ja, jetzt brennt natürlich die Rodney schön. Komm schon. 55er Penetration oder 53er Penetration. Ja, HI war eine gute Idee. Ah, 315er. Wow. Schön hier hinten eingeschlagen. So, Rodney. Rodney bleibt auf der Bismarck. Oder 35er Treffer. Ah, Tirpitz trifft gerade nicht. Die Tirpitz trifft gerade nicht. Da kommen wieder die Granaten von der Bismarck. Jawohl. Ah, Rodney wird es gleich hinter sich haben. Da kommen die Granaten der Tirpitz. Jawohl, wieder 171er. Main Tower destroyed. Und das war's. Rodney ist hinüber, Freunde. Jetzt können wir wieder auf AP wechseln. Beziehungsweise auf Auto, damit die Secondary weiterschießen kann. Und jetzt wird hier gejagt. Jetzt wird hier gejagt, da haben wir gar keine Hemmung, hier wirklich drauf zu schießen. So, da schießt Schab mit der Hauptbatterie. Mal gucken, 500 Treffer, 1400er Treffer von der Bismarck. Einfach nur geil, einfach nur geil. Zack, 69er, 600er, ja, das Ding. Ja. Die wurde komplett auseinandergerissen. Wahnsinn. So, wir sind aber noch nicht fertig. Wir haben nur noch zwei. Wir haben noch zwei schwere Kreuzer. Da drehen wir mal ein bisschen nach... Obla. Da drehen wir mal ein bisschen nach da. Damit wir hier auch schön... alles benutzen können. Du gehst da drauf. Du gehst da drauf. Und wo ist unsere... Oh, wo willst du denn den Prinzer gehen? Du fährst auch nach da vorne. Hier hin, bitte. So, wir schauen uns das mal hier an. Die hauen natürlich jetzt ab. Weil ganz ehrlich, was sollen schwere Kreuzer gegen Schlachtschiffe machen?
So, Bismarck schießt. Ah, ich hab's wieder falsch rumgemacht. Die Bismarck schießt hier drauf und die Turpitz schießt hier drauf. Blenheim, das hört sich irgendwie schon fast deutsch an. Also das hier müsste die, ach, wie heißt es nochmal? Moment, ich hab's mir extra aufgeschrieben. Norfolk. Genau, das ist die Norfolk und das ist die Dorsetshire. 2 Schiffe noch. Zack, 570er Treffer, 900er Treffer auf die Norfolk. Da kommen die nächsten Granaten. Oh, die sehen gut aus von der Bismarck. Die sehen sehr gut aus. Zack, 400er Treffer. Hat auch einen Motorschaden, das heißt, abhauen kann sie uns nicht mehr. Nochmal 22er Penetration, das warf aber von der Secondary. Und zack, nochmal 200er Treffer auf die Dorsetshire. Jawohl, 348er Treffer. Komm, macht sie raus. Wir machen es anders. Wir schießen jetzt beide auf die hier, damit das schneller geht. Und die Prinz soll gehen. Die soll auch ruhig mal was machen. So. Die Norfolk, die wird jetzt Probleme kriegen. Die wird jetzt Probleme kriegen. 2 Schlachtschiffe werden hier auf sie schießen. Alle guten Dinge sind 3. 2 Schlachtschiffe und einen schweren Kreuzer. Gut, ganz ehrlich, die Prinz Eugen hätte man sparen können. Ich glaube, die hat hier wirklich so gut wie gar nichts gemacht. Oh, da kommen die Bismarck-Granaten. Bismarck ist saumäßig präzise heute. Wahnsinn. 812 Treffer. Dafür ist die Tirpitz nicht so präzise. Ah, da kommen die Granaten Tirpitz. Zack, Treffer. Komm schon. 300-700er Schaden. Also auf dem Schiff möchte ich nicht sein. Kommen die Granaten geflogen. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal zur Bismarck. Wir gehen nochmal zur Bismarck. Da ist sie gerade am Schießen. Da waren Torpedos, Freunde. Muss mal aufpassen. 600er Treffer. Bei der nächsten Salve werden wir mit dabei sein. Da fliegen wir wieder mit. Nochmal 300er Treffer, wahrscheinlich von der Tirpitz oder von der Secondary. Jawohl. CA ist raus. Ah, Dorsetshire ist aber fast voll. Das wollen wir ändern. Das wollen wir definitiv ändern. Bismarck hat geschossen. Der Tirpitz schießt auch gerade. Also nichts wie hin. Zack. 58er Treffer. Ah, die will abhauen. Die will abhauen. Da holen wir unsere Prinz Eugen. Da holen wir unsere Prinz Eugen. Was macht die an Fahrt? Sieht man das auch irgendwo? 32 Knoten. Ah, sie ist schneller als unsere Schlachtschiffe. Na, ja, aber die Prinz Eugen hat 32,2 Knoten. Da kommen die nächsten Granaten. Komm, wir müssen hier mal den Motor ausschießen. Wir müssen mal den Motor raushauen. Also wir können uns in der Zeit mal schnell die Fracks angucken. Das hier ist die...
Ja, das war die Norfolk. Hier vorne ist die King, müsste das noch sein. Ja, das ist die King George, die hier noch untergeht. Dann haben wir hier noch die Rodney, die untergeht. Und die Sheffield ist auch noch irgendwo. Wo ist denn die Sheffield? Ich weiß es nicht. Sheffield scheint schon komplett untergegangen zu sein. Da, 400er Treffer. Da kommen die nächsten Secondary-Granaten. Ah, Bismarck hat Torpedos gefressen, oder? Ja. Bismarck hat einen Wassereinbruch. Jawohl, nochmal Treffer. Zack, Treffer. Alter. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Jawohl, die Motoren sind auch ausgefallen. Also das war wahrscheinlich das Todesurteil der Dossager. Ah, die hat eine übelste Flutung. Die hat eine übelste Flutung. Ich denke, noch ein Treffer und das war's. Da wird es auch noch gehen. Ah, wir treffen es aber nicht. Ah, sie kriegt die Flutung nicht gestoppt. Doch. Ah, die hält sich gerade so über Wasser. Wahnsinn. Und das war's. Dorsetshire ist raus, Freunde. Also, die Kriegsmarine hat hier wirklich absolut dominiert. Und ich denke, das wäre auch eine Riesengefahr für die Briten damals gewesen, wenn Bismarck und Tirpitz zusammen rausgefahren wären. War natürlich strategisch totaler Blödsinn, was sie da gemacht haben. Sie hätten, und wie gesagt, Kapitän oder was, der Admiral von der Tirpitz, hat ja drauf bestanden, zu warten mit der Bismarck, bis die Tirpitz fertig ist. Hätten sie das mal gemacht, hätten sie eventuell den Seekrieg ändern können. Aber ganz ehrlich, Freunde, wir können froh sein, so wie es gekommen ist. Natürlich muss man hier auch sagen, dass da sehr, sehr viele Menschen bei gestorben sind. Unschuldige Menschen, wie du und ich. Also, das ist halt der Riesennachteil von Krieg. Krieg ist einfach nichts Schönes. Und das möchte ich hier auch immer wieder deutlich sagen. Wir spielen hier ein Spiel mit Kriegsschiffen, aber man sollte sich immer noch im Hinterkopf behalten, dass die Sachen, gerade die Schiffe, wirklich für Zwecke gebaut worden sind, die einfach nicht toll sind. So, wir schauen mal. Wir haben, also die Deutschen haben 48 Matrosen verloren. Die Royal Navy hat 7.018 verloren. 5 Schiffe versenkt. Wir haben keins verloren. Können wir hier noch die Stats gucken? Ich weiß nicht. Das sagt mir alles noch gar nicht sehr. Ist das der Schaden, den wir gemacht haben? 14.000 Schaden mit der Bismarck. Also wenn das so ist, dann sollte hier die Bismarck auf jeden Fall am meisten Schaden gemacht haben. Und ja, dann natürlich die Tirpitz und die Prinz Eugen. Wir schauen uns das aber noch mal ganz kurz an, bevor wir hier zumachen. Zack. Wo sind die Jungs? Hier fährt die Prinz Eugen. Nee, müsste die Bismarck sein. Ja, hier ist die Bismarck. Hat hier halt auch schon ordentlich was abgekriegt. Also hier ist einer durchgegangen. Das war die eine Granate von der Rodney. Dann hier hinten wieder die Tirpitz. Ja, Tirpitz hat gar nicht mal so viel abgekriegt. Also hier, ich würde nicht sagen, dass der durch die Panzerung gegangen ist. Ich denke mal, der ist in der Panzerung explodiert. Und hier ist der auf jeden Fall abgeprallt. Und ich glaube, die Prinz Eugen, die hatte hier einfach nur einen Urlaubstag, ne? Die hatte hier einfach nur einen Urlaubstag. Ich gucke mal, ob sie auch irgendwo was abgekriegt hatte. Nö. Nö, die ist noch niegelnagelneu. Also die hat keinen Kratzer abgekriegt. Ja, Fazit zum Schluss. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war es irgendwie schon klar, weil wo die Bismarck das allein überstanden hatte, da war das eigentlich klar, dass das mit der Tirpitz eigentlich nur, ja, hätte so ausgehen können. In dem Spiel jetzt, nicht von der Realität her. Man sieht halt schon den
Unterschied von der Technik, ne? Die Bismarck war zu diesem Zeitpunkt einfach das modernste Schiff. King George war auch nicht verkehrt, aber die war halt noch nicht ausgereift. Und es waren ja bei der Prince of Wales, waren ja noch zivile Arbeiter, Monteure auf dem Schiff, um überhaupt die Türme richtig in Funktion zu kriegen, ne? Rodney war halt auch eher so eine Notlösung wegen dem Washingtoner Flottenabkommen. Also im Großen und Ganzen wäre es wirklich sehr gefährlich gewesen und man kann einfach verstehen, dass Churchill gesagt hat, hier die Bismarck muss mit allen Mitteln versenkt werden. Das kann man absolut nachvollziehen, weil Bismarck und Tirpitz zusammen, die hätten extrem viel Unruhe bringen können. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, beim nächsten Mal gibt's Yamato versus Iowa. Finde ich sehr interessant, da freue ich mich schon richtig drauf. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Adlerwache, macht's gut!